Pascal, endlich wieder treffen können heute nach einer längeren Zeit. Wie geht's dir damit und wie fühlst du dich trotzdem, dass es heute wieder nur für einen Punkt gereicht hat? Ja, sehr gemischte Gefühle heute. Klar freue ich mich, dass ich das Tor in der ersten Halbzeit gemacht habe, aber ich kann auch wieder ein zweites machen in der zweiten Halbzeit, wo ich aufs lange Eck schieße. Der Torwart spekuliert darauf, liegt da eigentlich schon in der Ecke. Wenn ich den aufs kurze schieße, kann er ganz locker auch reinrollen. Ja, mit dem Punkt sind wir natürlich nicht zufrieden. Wir wollten hierher kommen und gewinnen. Haben auch 1-0 geführt, haben uns vorgenommen, nach der Pause richtig kontrolliert zu spielen einfach und kein Gegentor zu bekommen. Und ist uns dann leider, wie so oft dieses Jahr, nicht gelungen, dass wir nach der Pause stabil spielen. Und so gehen wir halt heute leider nur mit einem Punkt nach Hause. Aber wir hatten auch in der ersten Halbzeit Glück, dass das Tor nicht schon eher gefallen ist. Auch wenn es nicht für einen Dreier gereicht hat heute, was nimmst du trotzdem vielleicht Positives mit aus dem Spiel? Was hat die Mannschaft gut gemacht heute? Ich glaube, wir hatten jetzt wieder mehr Torchancen, klare Torchancen, die wir uns rausgespielt haben. Wir haben es auch die erste Halbzeit gut angefangen, haben das eigentlich nicht schlecht gemacht, haben dann aber uns irgendwie, haben wir den Faden verloren, haben dann nicht mehr das gemacht, was wir wollten und uns vorgenommen haben. Und ich sage mal, die erste Halbzeit oder die ersten 30 Minuten waren okay. Den Rest müssen wir natürlich wieder dran arbeiten, dass wir einfach diese Konstanz über 90 Minuten hinbekommen. Mit welchem Gefühl gehst du ins nächste Spiel gegen Unterhaching? Was nimmst du dir vor? Vornehmen tun wir uns natürlich, dass wir 3 Punkte holen. Aber das nächste Spiel ist Greifswald. Ein Gegner, den wir überhaupt nicht unterschätzen dürfen. Ich glaube, da sind ein paar erfahrene Spieler auch, die höherklassig gespielt haben. Und wir müssen den Pokal gewinnen. Und für das müssen wir auch hier diese Punktspiele ordentlich bestreiten. Uns einfach ein gutes Gefühl holen in den Punktspielen, aber auch dann einfach im Pokal dann die richtigen Ergebnisse liefern. Also volle Konzentration auf Greifswald und dann alles auf 3 Punkte. Genau. Alles klar, ich danke dir. Pavel, nach Führung wieder nur ein Punkt rausgesprochen. Was für Schlüsse ziehen Sie aus der Partie und wie bewerten Sie die Partie? Das zieht sich so wie so ein roter Faden momentan bei uns. Wir schaffen nicht einfach so die kleinen Vorteile, die wir haben, einfach über die Bühne zu bringen. Heute haben wir gut angefangen. Wir haben auch geschafft, in Führung zu gehen. Und dann da habe ich gedacht, dass das uns ein bisschen Selbstvertrauen gibt, dass man ein bisschen Ruhe gibt. Aber die Mannschaft hat oft zu kompliziert gemacht, gespielt und dann war schon immer gefährlicher für uns. Deswegen habe ich auch Tommy Gruppe eingewechselt vor der Abwehr, um ein bisschen Stabilität zu kriegen, weil die Mannschaft von Osnabrück hat ganz einfache Spielmittel gehabt, oft mit langen Bälle auf Alvarez vorne und er hat komplette Innenverteidigung unheimlich schwer getan und uns beschäftigt und deswegen wollte ich einen defensiver Mann vor der Abwehr haben. Leider durch eine Standardsituation mussten wir hineinnehmen das Gegentor und danach war das Spiel hin und her. Weil ich denke schon, dass wir auch in ein und anderer Situation Glück hatten. Aber von anderer Seite würde ich sagen, dass wir auch Maiko Fuso vor der noch ersten Halbzeit hat das Ding gehabt auf seinen linken Fuß, um das zweite Tor zu erzielen. Pascal Breyer hat auch eine sehr gute Möglichkeit. Das sind momentan Kleinigkeiten, die uns fehlen, um wieder uns als Sieger vom Platz zu begrüßen. Also das ist wirklich momentan zäh und schwer. Wir investieren unheimlich viel. Aber fällt Selbstvertrauen, fällt Frische und die Mannschaft trifft oft die falsche Entscheidung oder die Spieler. Und das überträgt sich an die gesamte Leistung der Mannschaft. Heute war schwer. Ich denke, es ist ja in Osnabrück unentschieden zu spielen, ist ja keine Schande. Wir müssen mit dem Punkt zufrieden sein. Aber ich denke, dass uns ein bisschen das Glück momentan fehlt und dass wir auch nicht so geistlich frisch sind. Am Dienstag geht es weiter im Landespokal. Werden Sie ein bisschen rotieren oder werden Sie die Stammformation quasi aufs Feld schicken und da auch voll auf den Sieg gehen? Also wir wollen auf jeden Fall weiterkommen. Wir werden jetzt versuchen, die 2 Tage oder kurze Zeit jetzt nutzen, uns zu erholen, regenerieren. Heute hat unheimlich viel Kraft wieder das Spiel gekostet. Auch von Wetter her war ein bisschen Umschwung für uns. Also neue Situation, die wir nicht kennen. Vielleicht das war auch ein Grund, warum die Jungs so nicht frisch waren. Ich will nur damit sagen, am Dienstag werde ich nicht so viel rotieren.
Ich werde ein und andere Spieler natürlich ein bisschen schonen, aber ob jetzt Vanevic oder FC spielen würde, da werde ich nicht experimentieren. Wir wollen einfach weiterkommen. Ich weiß, dass wir eine schwere Aufgabe haben gegen frische Gegner, motivierte Gegner. Ich weiß, dass die auch gut auf uns vorbereiten. Für die ist ja das Spiel des Jahres und erwarte ich eine unheimlich schwere Aufgabe und wir wollen jetzt uns keine Blöße erlauben und deswegen werden wir am Dienstag schon mit sehr, sehr konzentrierter Mannschaft auftreten. Ich danke Ihnen. Dankeschön.